Man hat schon viele Narben auf der Haut und ein neuer Tag beginnt, was erwartet man genau? Bleiben alle Sorgen dabei unverändert gleich oder sorgt vielleicht ein neuer Tag dafür, dass deine Wunde wieder heilt? Ich versuche stets an Letzteres zu denken und ich freue mich jeden Tag auf ein paar bessere Momente. Ich weiß, eigentlich war wirklich die Vergangenheit nicht leicht, aber es gilt immer wieder, sich von Schranken zu befreien. So atme ich ein und ich kombiniere die Laune mit dem Bars, die ich schreib. Mal schreib ich Liebes von der Seele, auch wenn ich dann so viel lag von Krisen viel erzähle, heißt es lange nicht, dass ich ewig in der Krise auch vorbei ist, sondern suche nach den Dingen, die ich liebe, und es zeigt einen Weg, um mit neuem Mut zu bestehen, und jeder lebt sein Leben dann so gut, wie es geht. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut, wie ich kann. Ja, vielleicht bin ich von alten Zeiten traumatisiert, doch deswegen will ich jetzt die gute Laune nicht verlieren. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut wie ich kann. Ja, ich war vielleicht auch nicht immer und zu jedem nett, doch ich weiß genau, dass sich das dann auch erklären lässt. Es passiert, manche Wege führen zu Stress, und auch wenn man es will, ist man nicht jedes Mal korrekt. Man hat sich vielleicht nicht immer optimal verhalten, aber sehen, dass die anderen Leute locker oder spalten sich Wege. Aber wichtig ist dabei, dass man es immer reflektiert, um Sachen richtig anzuteilen. Fehler kann man nicht jedes Mal vermeiden, aber wie wirst du dich beim nächsten Mal entscheiden und was hast du gelernt? Will man immer fair bleiben, dann entdeckt man Leute auch die Kehrseite. Denn am Ende machst du es dann sowieso nicht jedem recht, und das ist weder logisch noch gerecht. Ich bin jetzt erwachsen, hab genug schon erlebt, ich bin nett und korrekt und das so gut wie es geht. Manche meinen, ich wär immer noch ein Assi, aber ich kann gegen dieser Spinner auch nichts machen, denn ich bin, wer ich bin. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut wie ich kann. Ja, vielleicht bin ich von alten Zeiten traumatisiert, doch deswegen will ich jetzt die gute Laune nicht verlieren. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut wie ich kann. Ja, ich war vielleicht auch nicht immer und zu jedem nett, doch ich weiß genau, dass sich das dann auch erklären lässt. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut wie ich kann. Ja, vielleicht bin ich von alten Zeiten traumatisiert, doch deswegen will ich jetzt die gute Laune nicht verlieren. Ich befreie mich vom Dreck, ich bin vielleicht nicht perfekt, doch so gut wie ich kann. Ja, ich war vielleicht auch nicht immer und zu jedem nett, doch ich weiß genau, dass sich das dann auch erklären lässt.